sind ohne Automobil. Die eigenen Füße. Wir sind ohne Auto. Ich begrüße als Tour de Natur Moderator Greenpeace als erstes hier an dem Stand. Mit einem. Das ist Ihr Beifall, euer Beifall. Ja, ihr seid mit einem speziellen Anliegen gekommen. Ja. Nämlich. Es geht um was, was eigentlich uns weltweit betrifft, das Bienensterben. Es gibt einen sehr schönen Film dazu. Ihr wollt die Bienen in die Stadt tragen, gewissermaßen, ihnen Asyl bieten. Landflüchtige Bienen in der Stadt Asyl bieten. Sehe ich das richtig? Richtig, ja. Okay, ich übergebe. Ja. Ja, ich begrüße alle, die hier jetzt hergefunden haben, im Namen von Greenpeace Wetzlar, die Teilnehmer und auch die Interessierten. Mit Greenpeace Wetzlar, Gießen und Marburg verbindet uns der Verbund Mittelhessen und wir setzen uns gegen das Bienensterben ein. Damit alle weiterhin durch blühende Landschaften wandern, radeln oder auch Auto fahren können. Vorige Woche am Donnerstag, als hier Wochenmarkt war, jeden Donnerstag ist der Wochenmarkt, da habe ich mit einem Imker gesprochen und er erzählte mir, dass von seinen 30 Völkern im vorigen Jahr alle eingegangen sind, alle gestorben sind und er hat sich jetzt mühsam 5 neue wieder kaufen können. Und das ist also nicht nur bei ihm so gewesen, das ist bei vielen, vielen anderen auch so gewesen. Ich kenne einen Kollegen, der hatte 25, ein Volk hat noch überlebt. Auf unserem Infostand finden Sie also Infomaterial zum Bienensterben und auch Möglichkeiten, wie man da dem entgegnen kann. Bedenken Sie, dass etwa ein Drittel aller Lebensmittel durch Bestäubung entstehen und auch alle anderen Lebensmittel oder Futtermittel, die noch weiter verwertet werden, auch auf die oder Insektenbestäubung. Albert Einstein hat einmal gesagt, sinngemäß, wenn die Bienen aussterben, dann werden die Menschen 4 Jahre später aussterben. Zum Thema Bienensterben wird Greenpeace Wetzlar hier in der fantastischen Bibliothek am 10. Oktober um 19 Uhr in der fantastischen Bibliothek Turmstraße 20 ist das im Film Mehr als Honig bekannt oder More than Honey zeigen. Am 10. Oktober 19 Uhr in der fantastischen Bibliothek Turmstraße 10. Das ist schon mal das Wort. So, ich danke allen und wünsche einen weiterhin guten Verlauf und viel Erfolg. Und dass alle das große, große Schwierigkeiten in Hamburg sind. Ich habe ihn selber gesehen, wir haben ihn verknüpft mit einem Podiumsgespräch mit verschiedenen Imkern und Experten von der Uni Witzenhausen in dem Falle, aber die lassen sich sicher auch in Wetzlar finden. Ich glaube, das war nochmal eine besondere Verlockung und ein besonderer Anreiz, dahin zu gehen, um nicht nur diesen Film zu sehen, sondern das auch auf, der ist ja sehr auf USA und China und so weiter fokussiert. Die Probleme haben wir unter Umständen in Deutschland nicht in dieser Form, aber in anderer Form. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, ihn nochmal auf deutsche Verhältnisse hin zu betrachten und weitere Informationen dazu zu liefern. Es mutet irgendwie paradox an. Das Bienensterben ist auf dem Lande, wo es die Monokulturen gibt, größer und stärker als hier in der Stadt bei diesem Imker. Ja, das ist ein ganz eigenartiges Phänomen, deswegen macht ihr diese Aktion ja auch, deswegen habe ich ja auch eingeleitet, mit landflüchtige Bienen in der Stadt Asyl zu bieten, gewissermaßen, ja, weil die Lebensbedingungen in Städten offensichtlich zum Teil besser sind als in der sogenannten freien Natur. So.
müsst aber noch wachsen, da gebe ich euch doch mal was Gutes von PASF. Ihr wachst und gedeiht. Und von Raya habe ich für dich was ganz Tolles. Und von Santo, da geht's, wachst du. Nektar, Nektar. Schöne Früchte. Oh, ich sehe dein Baum. Schöne Früchte. Was ist denn passiert? Und wer bestäubt uns nächstes Jahr?